Und wir sind noch jünger geworden mit Johnny. Jetzt sind wir nur noch so in den 40ern vielleicht, würde ich denken. Und der Leuchtturm. Huch! Heiliges Känguru! Du bist kein Australier. Na und? Wir sind hier ungefähr 20 Milliarden Nanometer über Normalnull und stehen auf einem verdammten Landenmast. Spring einfach runter. Es ist ja nicht so, als könntest du dich hier verletzen. Machst du Witze? Das ist wie Bungee Jumping ohne Seil. Oben bleiben geht nicht, runterkommen auch nicht. Mann, wie ich es hasse, wenn das passiert. Ich schwöre dir, wenn dieser Ort ver... Iwa, was zum Henker? Weichei. Warum hat man sie wohl verlassen? Ich nehme an, sie wurden einfach nicht mehr gebraucht. Nicht mehr gebraucht. Für Schiffe, meine ich. Du weißt ja, wie das heutzutage ist, mit GPS und all diesem Kram. Hör mal, River. Dieser Ort bedeutet auch mir sehr viel. Und ich habe nachgedacht. Im Moment läuft doch alles recht gut für uns. Und wenn wir ersparen, ein paar Jahre lang, dann könnten wir hier oben ein Haus bauen. Wir werden uns einschränken müssen, aber ich bin nicht so. Wir können sie von dem Fenster aus sehen. Könnten sie, könnten, ja. Morgens, abends, wir wären immer in ihrer Nähe. Und wir könnten jederzeit hierher gehen. Sie wäre nie mehr allein, John. Ich könnte jeden Tag auf sie aufpassen. Ja, das werden wir. Und ich habe eine starke Vermutung. Ich gönne es ihnen. Das meinst du nicht ernst? Du weißt, was passieren wird, oder? Es ist, als würde man einem Zug beim Entgleisen zusehen. Das Ende ist wi nicht wichtiger als irgendeiner der Momente, die zu ihm führen. Was zählt, ist, dass die beiden hier und jetzt glücklich sind. Lass uns gehen. Okay, ich habe die starke Vermutung, weil sie über den Leuchtturm als sie gesprochen haben, dass Anya kein Wesen ist, egal ob erfunden oder real, sondern dass Anya der Leuchtturm ist. Warum auch immer. Aber ich denke, das wird in der Kindheit begründet liegen. Moment mal! Sie haben den Leuchtturm Anya genannt, oder nicht? Ich glaube nicht, dass sie es extra gesagt haben, aber sie haben sie gesagt. Ich glaube schon. Dann hat diese River auf medizinische Versorgung verzichtet wegen eines Leuchtturms? Ist das nicht ein bisschen zu krass? Also, ich habe in diesem Beruf schon Merkwürdigeres erlebt. Ja, ich auch, aber ich gewöhne mich einfach nicht daran. Es kann dir ohnehin egal sein. Sie ist nicht unsere Patientin. Notiz zu Anja erhalten. Jetzt, also dadurch haben wir jetzt auch die Bestätigung vom Spiel bekommen. Anja ist der Leuchtturm, der Verlassene an der Klippe. Alles klar. Anja ist gar kein Mensch. Und sie werden so viele Erinnerungen mit diesem Leuchtturm geteilt haben, dass es River nicht übers Herz gebracht hätte, ihn verfallen zu sehen. Wahrscheinlich. Schauen wir mal, was wir hier unten noch finden können. Das reicht uns schon, alles klar. Die Straße ist schon da. Und hier ist der Hase. Ein Hase. Ist das ein Papierhase oder irgendeiner? Ich bin sehr gespannt. Bereiten wir das Memento mal vor. Nein, das ist ein Papierhase, okay. Puh, machen wir mal so.
blöd. Das war jetzt auch nicht so zielbringend, glaube ich. Ja, jetzt habe ich natürlich... Na gut, okay. Da habe ich jetzt 2 plus, weil ich den falschen Weg gegangen bin, aber prinzipiell war es richtig. Der erste Papierhase dann also wahrscheinlich. River? Die Frage ist, wo sind wir hier? Im Haus am Leuchtturm kann es nicht sein, das gibt es noch nicht. Okay, hier können wir auch nichts uns anschauen. Also gehen wir einfach mal Johnny hinterher. Das ist das Haus, in dem wir vorhin waren, mit River zusammen. Klar, River kann ja niemals das Haus erlebt haben, denn das war ja nicht fertig, als sie gestorben ist. Das heißt, wir sind hier irgendwo anders, in irgendeinem anderen Haus einfach. Die Noten sind schon da? Nein, doch nicht. Ein alter Flügel. Natürlich, sie können ja noch gar nicht da sein. Wie zur Hölle haben sie dieses Ding die Treppe raufbekommen? Keine Ahnung, aber ich wette, es wäre ein Klacks für die Tardis? Wer ist das denn? Nicht wirklich. Da wäre es nicht mal durch die Tür gekommen. Stimmt. Damit steht fest, Pianos zu bewegen ist für jeden ein Albtraum. Es würde wahrscheinlich eine komplette Episode lang dauern, es dort hineinzubekommen. Die würde ich mir sogar anschauen. Ditto. Wäre sicher episch. Ich habe keine Ahnung, wer die Tardis sind, aber wahrscheinlich ist das auch irgendeine Anspielung auf eine Serie, nehme ich an. Wenn man das kennen würde, wäre es wahrscheinlich sogar lustig. Neue Kartons mit Blankopapier. Oh oh, ich glaube, ich weiß, wo das hinführt. Zu Hasen etwa? Wie kommst du nur darauf, mein Freund? Ja, sie hat schon angefangen. Du bist so früh aus dem Haus gegangen, um zum Friseur zu gehen? Was machst du da? Hasen. Hast du den Hasen gesehen, den ich für dich dagelassen habe? Ja. Erzähl mir etwas über ihn. Wie? Beschreibe ihn. Er war gelb. Und weiter? Ein bisschen pummelig. Und? Naja, er ist eben ein Papierhase. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch über ihn sagen soll. Du benimmst dich merkwürdig, River. Ist etwas nicht in Ordnung? River? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe gerade eine Art umgekehrtes Déjà-vu. Ich glaube, ich weiß, was mit dir los ist, aber selbst dafür ist es ziemlich ungewöhnlich. Glaubst du, sie ist... Glaubst du das? Vielleicht. Wer weiß. Aber wie du schon sagtest, sie ist nicht unsere Patientin. Lass uns die Dinge zu Ende bringen, für die wir auch bezahlt werden. Also ich bin immer noch davon, ich glaube immer noch, dass sie eine Autistin ist. Auch die Tatsache, dass sie so darauf fixiert ist, dass John ihr im Detail beschreibt, wie der Hase aussieht, das klingt für mich so danach halt so Autisten, die schauen ja auch, die können sich ja auch sehr genau eine Umgebung einprägen. Es gibt ja auch einen autistischen Künstler, der mit einem Helikopter über irgendeine Stadt fliegt und 20 Minuten drüber fliegt und danach aus der Erinnerung heraus haargenau die Silhouette malen kann.
Und die haben ja eine ganz andere Wahrnehmung. Und ich glaube, dass diese andere Wahrnehmung bei River hier auch so ein bisschen auftritt. Also das klingt für mich so ein bisschen nach Autismus. Aber wer weiß, dann müsste das ja eigentlich schon vorher mal aufgetreten sein. Und dann dürfte das für Johnny keine Überraschung sein. Viele lange, orangefarbene Haarsträhnen. Okay, hat sie sich die Haare ausgerissen? Und was hat es mit dem Schnabeltier auf sich, das erneut unser Memento zu sein scheint? Und ein Ankerpunkt fehlt uns noch. River selbst? Das ist jetzt der Tag, an dem sie damit anfingen, oder? Okay. Wir haben sie alle. Und wieder das Schnabeltier. Puh. Wenn ich das hier schräg durchlege, ich glaube, das bringt nichts, oder? Ja, wir schauen mal. Oh doch, das bringt sehr viel. Okay. Alles klar. Dann schauen wir mal, wo wir hinkommen. Mal kurz gucken. Ne, wir bleiben in diesem Altersstadium. Okay. Los geht's.